guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Nacht gibt dir morgen auch nur auf. Okay, als erstes brauchst du eine Zahnbürste, die du zerbrichst. Es geht natürlich nicht, die du zersägst. Und um die Länge kürzt, die im Mund wäre, dann brauchst du Watte und Gummimilch, Latexmilch. Die kannst du im Internet bestellen oder sonst, falls du Wimpernkleber hast, kannst du den auch nehmen. Zusammen mit der Watte schaffst du auf der Zahnbürste eine größere Fläche und kannst es damit besser an die Haut kleben. Guck einfach, dass der Winkel schön ist und schnapp dir den Föhn, damit es gut trocknet. Wenn es trocken ist, ist es durchsichtig und wenn es weiß ist, ist es noch nicht trocken. Dann nimmst du das Ende der Zahnbürste und guck einfach schön, dass es einen guten Winkel hat, wie die Zahnbürste gerade aussieht. Da der sehr schwer ist, nimm ruhig ordentlich Watte und Gummimilch und befestige den Griff so, dass er wirklich so aussieht, dass er gerade aus dem Mund rauskommt. Jetzt schnappst du wieder den Föhn, bis alles trocken und fest ist. Mit Braun schaffe ich eine Tiefe um die Zahnbürste herum, um das Loch herum, einmal beim Kopf und dann natürlich auch beim Griff. Damit kann man auch gut die Watte abdecken und hat dann keine Farbprobleme mehr und es sieht gleich plastischer aus. Das gleiche mache ich mit einem Rotton, um noch ein bisschen ja, sowas wie Entzündung außenrum zu schaffen. Das macht das Ganze auch noch ein bisschen dramatischer. Und nun wird's blutig. Mit einer Blutpaste, Blutschorf nennt sich das auch, Fresh Scratch, mache ich direkt um den Hals der Zahnbürste. Außerdem kann man dadurch sehr gut die Watte verdecken, wenn es irgendwo noch ein bisschen heller ist. Der Blutschorf kommt überall um die Austrittsstelle vom Zahnbürstenkopf herum. Ich habe auch den Bürstenkopf blutig gemacht. Du kannst ihn aber auch ruhig weiß lassen, dann erkennt man ihn besser. Als letztes flüssiges Blut, gerne überall nochmal schön drüber, damit es richtig spooky und gruselig wird. Wenn es euch zu schnell läuft und auf die Klamotten kommt, einfach auswaschen, sehr schnell auswaschen, dann geht es meistens am besten wieder raus. Und schon bin ich fertig, ging echt ganz schnell. Sieht auf jeden Fall eklig aus. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Zahnfee.